Hallo, wir melden uns mal wieder zum monatlichen Update und heute möchte ich mal zeigen, dass mal wieder was fährt. So, fangen wir mal an. So. Das Schätzchen, das habe ich mir jetzt gegönnt, dass wir 200 Abos haben. Das ist eine Baureihe 132 von der Deutschen Reichsbahn und dort dahinter hängt der Novum. Das ist die erste funktionierende Spur-N-Kanone in Deutschland. Ich glaube nicht, dass so irgendeiner was hat. Bin mal gespannt, ob die zündet. Wahrscheinlich nicht, ja? Blind ginge. Ah, glüht noch was. Das war ein Kerzendocht. Alles alt. Oder die Munition ist alt. Mach, mach aus. Fertig? Mhm. Gefunkt hat jetzt, was hast du gesehen? Die hat dann einen Docht genommen. Hm. Oder die Munition ist alt, also eins und paar. Jo. Was geht? Cool, oder? Mhm. Das war cool, oder? Kann ich mir hier rausschneiden, weißt du? Und ist klar. Ach, das war weniger wie gedacht. Ich hatte ja nur einen halben Patron. Okay. So, von der Modellbauerei. Sieht man im Moment nicht viel, weil die letzten drei Wochen war ich nur unter der Platte gewesen. Aber man kann sehen, dass der Schattenbahnhof schon verklemmt und beleuchtet ist, komplett. Und gruselig, das sind Stellproben, da habe ich mir jetzt auch überlegt, dass ich da noch ein brennendes Haus dazu baue. Da kann ich noch einen Rauchgenerator mehr einbauen. Die LEDs, die da liegen, die habe ich schon verlötet und die werden demnächst eingebaut. So. Hier das Schalterblech, das habe ich auch komplett neu gemacht. Ich habe mir nur jetzt beleuchtete LED-Schalter genommen. Und wenn ich hier einen wegschalte, sieht man, dass der aus ist. Und das Silber habe ich ja mit den Gleisen gemacht. Die kann ich an- und abschalten. Das ist überhaupt kein Problem nicht. So, das alte Schalterblech steht noch da. Irgendeine Verwendung werde ich dafür bestimmt finden. So, alles klar. So, und hier ist mein nächstes Projekt. Ich hatte gesagt, oder habe auch schon gezeigt, die Gorsch Fock, die bin ich im Moment am Zusammenbauen und das ist ein Friemelei ohne Ende. Allein hier, das kleine Ding, wo die Ruder sind, das waren 11 Teile. Und wenn man hier ganz genau gucken tut, sieht man, dass so klitzekleine Pins festgeklebt werden müssen. Hier, das kleine Löchelchen, ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Da müssen noch Bindfäden durch. Also das ist Wahnsinn. Ich habe das Ding total unterschätzt. Und hier, das sieht man, Mo, das sind die Querrahl, da müssen 8 Knoten gemacht werden und hier außen noch einmal 2 Knoten. Dann kommt hier so ein Bindfaden quer rüber und die müssen dann alle 4 mm verklebt werden. Also das ist ein riesen Fummelei und das ist dann nur eine Querrahl, die hier oben hinkommt. Also das muss man etliche Male machen. Da liegen welche, die habe ich schon so weit fertig und so, das ist Gefummel ohne Ende. Wie gesagt, naja. Ich habe das Ding total unterschätzt und das ist wesentlich mehr Arbeit. Ich habe das auch mal im Internet angeguckt. Dort haben wir 2 Jahre an dem Ding gebaut und wie gesagt, das ist ein Fummelei ohne Ende. Ich werde versuchen, die am Ende auch schwimmfähig zu machen. Also da muss ich Gewichte drunter machen. Und ich will jetzt mal was zeigen. Gehen wir bitte einen Schritt zurück. Wir sind von Vollmer, von Faller, Auhagen, Kibri, Wiesal, Heise, die ganze Firma total verwöhnt. Und wenn ich mir das Ding da angucke und hier das Gelapper und Gewackelte rum, das ist unglaublich. Wie will man dann hier irgendwas fixieren? Hier, das sind keine alte Nase, da ist nichts dran. Hier, das wackelt einfach nur da hin und her. Und das muss man dann festhalten, bis das fixiert ist.
Genau dasselbe ist das bei dem Schiff auch gewesen. Also wie gesagt, das ist ein Riesenfummelei und ich würde auch, naja gut, wissen muss das jeder selber, ob es sich so ein Ding käft oder nicht. Wie gesagt, das sind etliche hundert Teile. Die passen nicht zusammen, man muss da rumfriemeln, rumfuddeln und machen und tun hier, dass das alles klappt. So, das allererste war natürlich, man sollte hier die kleinen Pins dran machen. Lädt man das Schiff mal auf die Seite, hat man die gleich abgebrochen. Das eine habe ich schon 8 oder 9 Mal wieder angeklebt, das hält. Also wie gesagt, eine Fummelei ohne Ende. Aber ich denke mal, wenn es fertig ist hier, das wird ein wunderbares Bild. So, haben wir jetzt alles. Gruselig hatte ich erzählt. Jo, soweit wie ich das machen will. Wie gesagt, auf der Anlage ist nicht viel passiert. Ah, zu der 132, da muss ich auch noch was sagen. Die Lok, die da steht, die hat einen Spitznamen. Und naja, ich werde da dazu irgendwann mal ein passendes in das Zonenzug holen. So, das langt für euch. Ich habe genug gequasselt da rum. Dann mache ich jetzt das Video fertig und dann tun wir Essen in aller Ruhe. Und wir werden uns zum nächsten Update mal wiedersehen. So, das war's. Bis dann. Tschö.